Montagsbraut Manu ist in einem Sandwerk in Ulm, um Erde abzuladen. Der Hang ist steil, der Boden tückisch. Ah ja, und hier müssen wir runterkippen. Ja, ich bin jetzt natürlich konzentriert und guck, dass ich auch natürlich nicht hinten rumschieß. Ja. Und bitte auch nicht mit der Ladung runterrutschen. 25 Tonnen Erde kippt das Trucker Babe in den 10 Meter tiefen Abgrund. Die Trockenschwimmübungen des Kollegen sind dabei sicher hilfreich. Ja, ja. Ich mag solche Menschen nicht, die immer zeigen, was man machen muss. Weil das weiß ich selber. Die Abladestelle ist natürlich schon ein bisschen tricky. Das ist natürlich immer ganz schwierig, wenn man bis an die Kante hinfährt und dann rückwärts runter. Man weiß nie, wie der Boden sich verhält, ob der Boden bleibt, ob der Boden nachgibt und der Arsch hinten runterrutscht. Also das ist immer so ein bisschen spannend. Haben wir geschafft. Weg ist der Dreck. Was Manu heute sonst noch alles erwartet, weiß sie nicht. Immerhin, der nächste Schritt ist bekannt. Ich fahre jetzt wieder zurück, wieder an die Ladestelle, wo ich dann auch wieder von der Raupe geladen werde. Und dann geht's noch mal hierher. Ich muss nachher mal den Hoppel anrufen und fragen, ob der weiß, was wir als nächstes machen müssen, weil der Dreckhaufen ist nicht so sonderlich viel. Zudem sind wir, wie ich weiß, 5 LKWs. Also der Haufen, der ist ratzfatz weg. Wenn es noch nicht so holpradät immer auf der Baustelle. Hier bekommt Manu nicht nur ihre Ladung, sondern auch die nächsten Anweisungen. Kollege Christian, genannt Hoppel, weiß, wie es weitergeht. Du wirst jetzt die Fuhre Dreck abladen. Ja. Und dann auch Beton oder Asphalt laden. Und warum nicht weiter das? Das ist alles Humus. Okay, ja. Und dann ins Donautal. Also der Beton ins Donautal. Okay. Ja. Ja gut, und dann? Und dann schauen wir mal. Jeder will es verdient. Dem Kollegen wurde unberechenbares Gelände heute bereits zum Verhängnis. Wie bist du rausgekommen in nicht so Kieswerk? Gut. Haben sie dich rausziehen müssen? Ja klar. Ich hab den Frauenbonus gehabt, du bist ja heute dabei. Wär's ich gewesen, hätte wieder geheißen. Oh, die ist ja wieder. Ja, das Gott kann leicht raus. Möglich sein. Ja, aber hast ja Glück gehabt mit dem Wetter. Also ja. Wenn es geregnet hätte, dann hättest du verkackt. Tja. Dann wärst du nicht mal aufgekommen. Nö. Ich schon? Nein. Du kriegst heute Abend ein Bier und dann läuft die Sache. Jeden Montag darf Manu ihr Hobby zum Beruf machen. An den anderen Tagen arbeitet die zweifache Mutter als Arzthelferin. Es gibt eigentlich selten einen Tag, den ich in der Arztpraxis frei habe, den ich nicht auf dem LKW sitze. Ich nehme mir eben eine Woche raus, wo ich mit den Kindern wirklich auch wegfahre, weil ich das einfach auch ja, für mich und die Kinder einfach mal brauche, raus aus dem Alltag. Und sonst, wenn ich aber Urlaub in der Praxis habe oder Überstunden frei, dann sitze ich automatisch auf dem Bock. Da kenne ich nichts, da fahre ich und sonst niemand. Für Manu ist das keine zusätzliche Verpflichtung, sondern der perfekte Ausgleich zum normalen Alltag. Es ist mein Hobby, mit dem ich Geld verdienen kann. Mir macht es Spaß, wo ich einfach gern auch meine Zeit, wenn man so sagen will, opfer. Und das sind Sachen, die viele nicht verstehen. Auch meine Mama sagt oder meine Oma ist ja ganz, die immer sagt, Mädel, du brauchst doch auch mal Zeit zum Runterkommen und du kannst doch nicht immer schaffen. Und ich sag doch, weil was soll ich zu Hause? Also, da bin ich so ein typischer Mensch, dann gehe ich einkaufen und gebe Geld aus. Ja, da gehe ich doch lieber zum Arbeiten. Und solange das einem Spaß macht, mache ich das auch. Das nennt man dann wohl Work-Work-Balance. Das Trucker Babe ist inzwischen wieder bei der Abladestelle angekommen. Zum letzten Mal für heute heißt es, weg mit dem Dreck. So, dann kippen wir das Zeug mal ab. Die unkomplizierte Manu ist bei ihren Kollegen beliebt. Als weibliche Fahrerin bringt die 30-Jährige Abwechslung auf die testosteronlastigen Baustellen. Solange alles gut läuft, erntet ein Trucker-Babe schon mal bewundernde Blicke. Natürlich hat man manchmal einen Frauenbonus, aber manchmal eben auch nicht.
Und ich finde es immer so, so abwertend, wenn man dann immer gleich kommt, ah ja, die hat eh einen Tittenbonus. Nee, eben nicht. Das ist doch Schwachsinn. Oft wird gerade den weiblichen Fahrern ganz genau auf die Finger geschaut. Und jeder Fehler besonders hart verurteilt. Also klar gibt es Tage, wenn ich jetzt auf eine Baustelle komme, wo ich den ganzen Tag nur blöd angemacht werde oder auch nicht akzeptiert werde, dann denke ich mir auch manchmal, okay. Aber dann denke ich mir, mein Gott, wenn der unzufrieden ist mit seinem Leben, und das ist, glaube ich, oft der Punkt, dass viele Leute unzufrieden sind mit sich. Und ich bin es eben nicht. Also ich bin lebensfroh, ich lache, ich mache so einfach meine Sache, wie ich Bock habe. Deswegen arbeite ich auch bei zwei Jobs. Ich mache mir lieber die Welt schön, mache das, worauf ich Bock habe. Und gut. Richtig Bock hat Manu auf ihre nächste Ladung. Sofern es denn die richtige ist. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier Zwangsstopp. Der macht, glaube ich, Mittagspause. Ja, von dem her, Halt! Oh, Herrschaftszeiten. Manu soll auf der Baustelle Beton laden. Oh, Herrschaftszeiten. Der Dreckhaufen ist bereits abgetragen. Der Mutterboden soll hier bleiben. Ich soll Beton jetzt mitnehmen. Ich fahre nimmer das. Doch der Raupenfahrer hat andere Informationen. Ja, die Kommunikation, ne? Also der Humus muss jetzt doch komplett weg. Aber er hat gesagt, okay, dann kriege ich jetzt einmal Beton und dann machen die anderen das. Oh, ich hätte doch lieber gern Humus. Das Trucker-Babe wird nicht nur durchgeschüttelt, sondern auch gebraten. Oh, ist das heiß. Wie viel Grad haben wir, ey? 33 Grad. Bei den Temperaturen wird die Fahrerkabine zur rollenden Sauna. Ja, 34 Grad. Und der LKW stand jetzt eben, weil wenn das Beladen dann eine Weile geht, dann lässt man den LKW ja auch nicht die ganze Zeit laufen. Und dann braucht es natürlich wieder eine Zeit lang, bis der Gute runterkühlt. Muss man halt mal ein bisschen schwitzen. Den gebrochenen Beton liefert die Montagsbraut ins rund 25 Kilometer entfernte Ulm. Das Gelände des Baustoff-Recycling-Centers ist ihr vertraut. Das ofenähnliche Gefühl im LKW langsam auch. Leider. Ich will wieder raus. Also wir haben jetzt 37 Grad. Es ist echt, also ich weiß nicht. Man kommt gar nicht raus aus der Schwitzerei. Also ich weiß gar nicht, was wir machen. Draußen ist sogar noch ein bisschen, da kommt so ein Luftzug, aber. Auf heißen Reifen geht es nur wenige Meter weiter zur nächsten Ladestelle. Ja, ich bin jetzt in der Mischanlage. Ich fahre jetzt unter das erste Silo und krieg da jetzt den Füller geladen. Das sind einfach so Überbleibsel, Restpartikel von dem Mischgut. Und ich gucke jetzt, dass ich relativ gerade unter dem Silo stehe. Da muss der Joe mich jetzt ein bisschen einweisen, weil ich das nicht wirklich sehe. Geht es hinten? So, machen wir hier zu. Das staubt nämlich jetzt ganz schön. Das dauert halt fast eine halbe Stunde, wo wieder stückchenweise nach vorne fährt und wieder nach vorne fährt. Mit 25 Tonnen Ladung fährt Manu wieder zurück zum Recycling Center. Inzwischen hat sich das Wetter geändert. Und so sehr sich das Trucker-Babe über eine Abkühlung freuen würde, Regen wäre Gift für ihre Ladung, da diese mit Wasser reagiert. So, einmal in die Waage. Hallo! Jetzt sollten wir langsam gucken, dass wir loskommen, weil wenn das anfängt zum Regnen, dann saugt sich das feine Gesteinsmehl in Manus LKW-Mulde voll und wird klebrig. Beeilen wir uns halt, gell? Wie immer.
Ja, jetzt hat es natürlich doch angefangen zu regnen. Jetzt sollte man natürlich gucken, dass der Füller runterkommt. Der Baustoff optimiert die Zusammensetzung von Asphaltmischgut. Er wird unter anderem im Straßenbau eingesetzt. Der Füller, der klebt halt auch relativ krass jetzt. Die Mulde war natürlich auch dementsprechend heiß. Und der Hans hat mir jetzt gesagt, dass ich nur was drinne habe. Das jetzt natürlich nur raus sollte, weil wenn man nachher was anderes fährt, dann sollte das leer sein. Ich muss bremsen dann, dass das rausgeht. Nochmal, Achtung. Willkommen im Baustellenbereich. Ja, wenn da halt was drin klebt, dann muss das raus. Und da kann es auch sein, dass man das fünfmal macht und immer wieder. Also jetzt habe ich Gott sei Dank nur vor dem Regen abgeladen. Also das war jetzt echt so mit ein paar Tropfen. Das fängt jetzt schon mehr an. Wir grillen heute Abend nur. Ist zwar schade, wenn jetzt das Wetter nicht mitspielt, aber ich meine, wir haben ja genügend Hallen, wo wir reinsitzen können. Ja, und dann gibt es ein kühles Getränk. Und ich glaube, ja, das haben wir heute nach der Hitze auch alle verdient. Und ja, da freue ich mich immer drauf, wenn man dann abends nur ein bisschen zusammensitzt und ein bisschen quatscht und jeder so nach dem Feierabend noch reinkommt. Schon mal ganz cool, ja. Und 40 Kilometer trennen das Trucker Babe jetzt noch vom geselligen Grillabend mit den Kollegen. Wenn es noch Manu ginge, wäre morgen gleich nochmal Montag. Jeder hat so irgendwie im Kopf, naja, Baustelle, der fährt von A nach B und das 300 Mal am Tag und verblödet da total. Es ist nicht so. Also mir macht das total Spaß, mich erfüllt das. Ich könnte auch ohne Baustelle nicht und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich fahren darf und könnt jetzt nicht sagen, dass mir was fehlt. Überhaupt gar nicht. Also ich liebe mein Leben, wie es ist. Ich genieße das Leben und ich, ja, will es beibehalten, solange das so geht. Der Montag ist fast vorbei. Ab morgen ist Manu wieder Arzthelferin. Doch jetzt freut sie sich erstmal auf einen schönen Abend mit den Kollegen und ohne Regen. So, Feierabend. Während der Motor jetzt abkühlen kann, heizt die Feierabendstimmung unter den Kollegen beim gemütlichen Grillabend auf. Manu hat hier ihren festen Platz gefunden. Auf dem Bock und im Team.